Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Divinity 2 Original Sin. Mit dabei ist der immer noch kränklich dreinblickende Sam Samuel. Hi. Ja, jetzt tut er so, als wäre er nicht krank, aber er ist okay, der macht nichts mehr. Ich habe gerade was gesehen, das hieß Raikas Ruhe. Ja, das heißt einfach nur, dass er Ruhe haben will. Oh, hier ist ein Geisterstuhl. Interessant. Ich bin mal gespannt. Ich mach mal kurz eine Schnellspeicherung. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier raufklicke. Okay, mit dem Geisterstuhl kann ich aber nichts machen. Ah. Ach, da sitzt jemand drauf. Geist eines Planisten. Oder war das Pianist? Nee, doch Pianisten. Also. Okay. Oh, black and white, my fingers dark. As lost between worlds. Oh, globes, they glide over flats and sharps. Where they go they, Lord of Life? Direct to them. Aber hast du irgendwas Wichtiges gemacht, dass man nochmal laden kann, was du gerade gemacht hast? Wieso? Ich würde gerne was ausprobieren. Aber was willst du ausprobieren? Irgendwas Wichtiges? Ich brauche deine Tiersprachfähigkeit dafür. Ach, du hast gerade einen potenziellen Questgeber getötet. Ich weiß nicht. Ich lade nochmal neu, ich habe ja gerade quick gesaved. Du musst dann gleich zu mir kommen. Weil das war irgendwie. Weißt du, und so wird man in seinem schönen, in einem Let's Play gestört, ja? Durch Mitspieler, die dann sagen, oh, wir müssen neu laden. Ich habe etwas gemacht, das kann ich nicht rückgängig machen. Ja, ich war gerade verwirrt und habe nicht daran gedacht, dass ich diese Tierfähigkeit auch gar nicht habe. Mhm. Aber vielleicht kannst du dann Nutzen ausziehen. Na, gucken wir mal. Ich rede bloß erstmal mit dieser Geistroller hier. Ja, dieser Pianistin. Ich. So. Ja. So, nochmal die Geistersicht. Dann reden wir nochmal mit ihr. Okay, ihr sagen, sie soll zu einer Ehre des Ruhmes schicken, mit Drachen, Dämonen und noch uneroberten Welten. Drachenthron. Schöne Melodie. Die spielt nicht mal richtig. Ja, beim Biest und Hirsch, kannst du ja mit dem reden. Achso, mit diesem Kopf da. Nee, ja, mit achso, dem Hirsch, der hier steht. Ach, der steht hier rum. Ich hatte letztens irgendwie so einen Kopf angeklickt. Ja, den habe ich auch Folge. Angeklickt. Und da war, glaube ich, bei mir kein Hirsch erschienen. Ich höre hier gerade dem Klavier zu. Das hört sich ganz gar nicht mal so schlecht an. Ja. My fingers are yours. Direct them. Na, wie man das hier. Ihr sagen soll in ein Märchenland führen mit Helden, Zauberern und junger Göttlichkeit. The echoes of a distant past pervade the room as the spirit embarks upon a long lost tune. Spielen kann sie, das stimmt. Hört sich nicht schlecht an. Na, ich spreche mit dem Hirsch. The ghostly stag inclines its antlered head towards you. Weißt du, wenn du mit der Maus rüber gehst, dann kommt in dem kleinen Fenster, in dem kleinen Informationsbalken da, steht Geist eines Rehs. Der Erzähler sagt, der Geisterhirsch. Ja. Übersetzungsfehler vielleicht, ne? Maybe? Da ist ein Kopf mit dem Geweih zu dir. For what prize would a foolish poacher discard his life?
The answer lies at a halo of wildflowers. Seek it out and heed the wisdom the poacher would not. Okay, da passiert ehrlich gesagt nicht viel. Um welchen Preis würde ein törichter Wilderer sein Leben wegwerfen? Die Antwort liegt an einem Wildblumenring. Sucht ihn und beherzigt die Weisheit, die der Wilderer nicht beachtet hat. Okay, jetzt haben wir irgendeine Information. Auch kein Quest aktuell. Quest wird nicht aktualisiert. My head and spirit stay here with my master. Tja, wird resurriert. But my body lies at the halo of wildflowers. Okay, wenn wir einen Wildblumenring finden, da liegt sein Körper. Was auch immer das heißt. Willst du ihn aussaugen? Weil du ihn ja, hast ihn ja... Ja, ich brauch die Energie. Aber ich glaube, es sei denn, man kann natürlich überlegen, ob man vielleicht ihn jetzt nicht aussaugt und dann seinen Körper findet und man dann irgendwas mit ihm machen kann. Hier läuft übrigens gerade ein Echse lang. Ja. Was ist mit der denn? She hums quietly. The notes move in rhythm with her wandering eyes. Wow. Mhm. Wollen wir in den Keller gehen, in diese Luke? The spirit gives you a tortured gun. Grabwächterin Farima. Gott, das Bild von dir ist erschrecklich. Ja, was hattest du gesagt? Weiß nicht, den Hirsch können wir erstmal lassen. Ja. Dann können wir jetzt die Luke runtergehen hier. Jo. Ah doch, hier unten waren wir doch schon. Die ganze Karte ist auch aufgedeckt. Hast du mit der Schildkröte geredet? Ich erinnere mich nicht mehr daran. Welche Schildkröte meinst du? Die da unten. Diese Betty. Doch. Deswegen liegt doch das ganze Futter dort rum. Ich hatte doch irgendwie versucht, sie zu füttern. Oder, weil die wollte da irgendwie so eine Beziehung mit der Ratte oder so. The turtle looks up slowly. It looks down slowly. It looks back to you slowly. Lucky in life, unlucky. Und rund. Used to be the ladies. Was there one like now? Nice guy, I like. Ich mag Rüben. Mit was für einem komischen Verlies war das denn verbunden da unten? Hä, Verlies? Ja. Ah, jetzt kann man hier mal Geister sich machen. Mal gucken, ob wir hier irgendwas Cooles sehen. Ja. Macht ja echt Sinn hier einfach, diese Geister sich immer und überall zu aktivieren. Das stimmt. Aber mehr gibt's hier scheinbar nicht. Nee, wenn wir auf der Karte runter das Kreuz, da gibt es ja noch diesen anderen Teil quasi unten, aber da waren wir anscheinend ja auch irgendwann mal. The rat's tail twists and untwists. His ears cock and uncock. Cheese food, fruit food. Ich bin mir sicher, dass es eigentlich hier darum ging, dass man es irgendwie schafft, die Ratte hier zur Schildkröte zu bringen. Irgendwie so war das. Habe ich genug Essen? Ich glaube nicht. Bestimmt alles weggebrochen. Du hast doch hier auch ein riesiges Inventar voller Scheiße hier. Du hast hier haufenweise Futter noch drin, oder? Hier hast du Kürbisse bei dir und... Ja, und das war's. Ich hab eine Zwiebel. Doch, du hast noch eine Birne. Fallen gelassen. Nee, du musst so einen Weg hier zur Schildkröte runterbahnen, glaube ich. Oh, verdammt. Na, warte dann. Hier ist schon mal Käse. Was habe ich hier noch? Eine Orange. Weiß nicht, ob Ratten Orangen essen. ich glaube, mehr hatte ich jetzt nicht, oder? Ich glaube, Loser hat auch nichts. Damit muss es wissen. Ratte. Diese Ratte folgt dir überhaupt noch? Hast du jetzt bei der Karotte weggeschmissen? Ich habe sie nur weiter nach vorne gesetzt.
weil da mein Fisch schon liegt. Jetzt musst du hier oben quasi noch von der Ratte ausgehend anfangen. Haben wir ansonsten eine Spur schon zur Schildkröte? Oder? Haben wir ja. Wir haben jetzt eigentlich von der Treppe an geht ja eigentlich eine Spur zur Schildkröte jetzt. Okay, Jetzt musst du nur noch quasi zur Ratte. Was frisst ihr noch? Was habe ich denn noch? Keine Ahnung, einfach. Ah, guck mal, ich habe eine Orange, schön. Keine Ahnung, ob sie Orangen essen. Ah, da kommt sie schon so an. Muss noch irgendwie was auf die Treppe legen oder so. Scheiße, was habe ich denn hier noch? Oh, das ist Scholle. Ja, weiß nicht, Bestie hat auch noch einige Sachen, aber ich weiß nicht, so einen leeren verseuchte Schollen. Doch, der hat eine Makrele noch. Und einen roten Schnapper. Eine rohe, klubbige Innereien, weiß nicht, was die ist. Ja doch, hier, Bestie hat haufenweise Futter noch. Da sind noch ganz viele Fische. Ja, aber Fisch ist das halt ja nicht. Ich weiß nicht, hast du den Fisch schon hingelegt? Ich hab die wenig Obst und Gemüse haben. Ja, aber Fisch hast du doch nur unten hingelegt. Nee, gerade eben ja. Ja? Nein, wir haben nicht genug zu Futter. Aber ich hab doch einen Kürbis. Blups. So. Komm, Ratte. Du musst sie mal anlocken mit Dialog bis zum Kürbis. No time, need food. The rat's tail. Naja, das macht aber nichts. Sie reagiert nur aufs Futter, wenn es nah genug dran ist. Ich versuch's mal mit dem Pilz. So. Okay, das ist ja hier verbuggt ein bisschen. Wie das Gitter hier aufgeht. Siehst du das? Warte. Ja. Naja, das ist, glaube ich, nicht ganz gut. Nicht richtig gemacht. Nee, auf Pilze reagiert es auch nicht. Wir haben nicht genug zu futtern. Ich geh nochmal nach oben, vielleicht finden wir noch was zu futtern. Wäre ganz cool, weil ich weiß, wo wir das erste Mal hier drin waren, habe ich auch schon versucht, die da hinzulocken. Hier oben ist ja ein ganzer Futtertisch, Fresstisch hier. Da mal Orange. Apfel. Zitrone. Trauben, Birne, Gabeln, Glas, Messer, Kuchen, Messer, Gabel. Das klingt schon gut. Kürbissuppe vielleicht noch. Gott, so viele Sachen hier. Haferbrei könnte sie bestimmt auch essen. Wo soll denn jetzt hin? Ah, hier ist noch ein Bärenkuchen, sehe ich gerade. Lucky find. Haferbrei. Aber mehr sehe ich jetzt hier auch nicht. Oh, hier ist noch eine Treppe, kleine Treppe nach oben. The dusty staircase leads to another hatch, which is blocked tight. As you push, it budges slightly, and some sand drifts onto the floor from the other side. Okay. No matter how much you strain and grunt, the hatch barely budges. For this task, you are simply not. Nicht raufgehen kann. Also wir bräuchten echt jemanden im Team, der Stärke hat. Yep. Ah, hier ist auch wieder was. Hier könnte man hochgehen, wenn man jemanden hätte, der genug Stärke hat. Du hast doch keinen Zauber, der Stärke erhöht. Nö, ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste. So, gibt es hier noch irgendein Futter? Hirschhalskette, Amulett. Hier ist auch nichts. Hier ist Reikas staubiger Brief. Ich hätte der noch Informationen. Können wir mal kurz gucken hier. Ja, mal gucken. Der Vertrag gehört mir. Ich zahle euch eine Exkursionsgebühr von 25%, wenn ihr eins meiner Ziele beseitigt. Aber ich glaube nicht, dass ich die Sache aus der Hand gebe. Aha. Reikas Tagebuch. Vielleicht steht da noch was Wichtiges drin. Sieht nicht so aus. Dass wir echt nirgends weiterkommen. Ja, weiß nicht, aber Eka wird bestimmt irgendwo rumlungern. Aber ich glaube, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass hier irgendjemand Informationen hatte, wo der ist oder so.
Ich bin wirklich. So, legen wir hier mal eine Böhne hin. Komm, Haferbrei würdest du auch mögen. Und Kürbissuppe. Na? Oh, diese dumme Ratte. Ich hasse sie. Ah, was habe ich denn hier gefunden? Nö. Nee, das mag sie nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Das ist gut. Lucky find. Ich habe einen neuen Tagebucheintrag generiert. Eine Tür übersehen. Was hast du? Ich habe einen neuen Tagebucheintrag generiert. Wie hast du das denn? Wir haben eine Tür übersehen. Oh, die Ratte nervt mich einfach. Ist mir jetzt so egal. Wo hast du eine Tür übersehen? Ganz oben in der Kammer in der Ecke, da haben wir eine Tür nicht gesehen. Was? Das halte ich für ein Gerücht. Der Kammer in der Ecke. So, ach da, da ist eine Luke. So. Ja, die führt dann allerdings wieder nach unten. Sehr intelligent. Oh. Ja. Hier ist noch eine Luke bei dem Hund. Oder was es ist. Es erinnert mich, sagt mir auch irgendwas hier. Hier soll das vielleicht herkommen. Ich glaube, hier könnte es weitergehen. Hä, okay, was habt ihr da? Weiß nicht, ist eine Luke. Hier sieht es aus, als wären wir hier vielleicht noch nicht gewesen. Das ist auch ein goldenes Symbol. Ja, die Karte ist nicht komplett erforscht, ja. Hier, du kannst hier eine Tür aufmachen. Aber guck, ob das muss einen verborgenen Mechanismus geben. No keyhole, no handle. Nix drin, Finger. Ey, cool. Ein Bild brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was ist das hier? Interesting. I'll give it that. Was hast du gemacht? Oh. Ich habe was gedrückt. Geht die Tür jetzt auf? Oder? No keyhole. No keyhole. Ich habe irgendwas zum Leuchten gebaut. Ich mach's mit dem anderen Regal auch. Da ist aber nichts. Das ist nur eine Schatulle, die schon. Da war ein Ring drin. Ich geh mal hier runter. Warte, warte, warte. Oh. Das hier? Oh, das ist Raika. Ich habe Raika gefunden. Das ist ein Händler, der Raika. Ja, yeah, gleich. Ich speichere mal. Ich schnell speichern. Sicher. Genau. The air buzzes with source here. Hier summt die Luft förmlich vor Quellenergie. Hey, vielleicht kriegen wir hier einen dritten Punkt von ihm. Wenn jetzt? So. Ich lasse mal lose hier. Lass mal lieber hier oben stehen lassen einfach. Ich werde mich selber todesmutig in den Kampf begeben. I trust that our bargain reaches a satisfactory conclusion. Ich vertraue darauf, dass unser Geschäft einen zufriedenstellenden Abschluss findet. Sagen, dass dieser Botengang besser die Zeit und Mühe wert ist. I'm prepared to offer a generous reward, my good fellow. You're dying to show off those smoldering talents of yours. You just don't know how to handle them. Ich gucke mal, was hat denn der zu handeln hier? Der wird als Händler dargestellt, hat aber nichts zu handeln. Aha.
Komischer Junge. I can share my bond with the source with you. Fill your well to the brim, make you a master. The rest of the story, well, okay. It's yours. Das hört sich ja schon mal verlockend an. You do your part, then I do mine. Ihn informieren, dass du die Tafel nicht hast. Well, see that you find me when it is in hand. Was für eine Tafel? Welche Tafel brauchen wir denn nur? Du, ich hab keine Ahnung. Ich guck mal kurz hier. Tagebuch oder so? Gucken. Champion der Götter. Seltene Beute. Garrett, Familienwandel. Tarkin hat uns gebeten, ihnen ein mächtiges Artefakt zu besorgen. Er glaubt, dass es sich in... Sitz des Ordens. Die Mitternachtsöl. Mitternachtsöl. Reika erzählte uns von einer uralten Höhle unter der Schwarzgrube und bat uns dort eine besondere Tafel für ihn zu holen. Da er selbst nicht bereit ist, diesen Ort zu betreten, müssen wir wohl davon ausgehen, dass es gefährlich werden wird. Die Quest Mitternachtsöl ist es. Ja. Die Aktivierung. Nee, das sollten wir da mal hin. Ach Gott, die sind alle. Naja. Mitternachtsöl. Schwarzgrube. Mal gucken auf der Map hier. Achso, sieht man jetzt gar nicht. Da müssen wir quasi rausgehen. Ja. Dann lass uns mal. Erstmal seine Quest erfüllen. Vielleicht verstärkt er uns dann. Danach können wir ihn immer noch umbringen. Ja. Ich meine, erste Stufe 12. Also so schwierig kann er nicht werden. So, jetzt mal draußen. Mal gucken. Mitternachtsölbrücke. Mitternachtsöl. Schwarzgrube da unten. Wir müssen quasi nach rechts. Nach gibt's Osten, also nach Südosten. Keiner in der direkten Nähe. Wir haben im Norden von der Schwarzgrube haben wir die Schwarzgrub-Tore. Da könnten wir uns hinporten. Ansonsten gab es ja hier auch noch irgendwo irgendeine Quest, oder? Feldendenkmal, Stein. Hier, Soris Gruft. Aber da wissen wir ja gar nicht, wie wir da, was wir da machen müssen. Da waren wir ja, glaube ich, auch schon drin. Das war hier Familienbande. Also Schwarzgrube-Tore. Bitte was? Also Schwarzgrube Tore? Ja, genau. Gut. Reisen. Oh, weißt du, wir kommen hier an und direkt alles voller Toten. Wir waren ja auch schon mal, das weiß ich. Ja, das ist... stimmt, ich glaube, wir wollten damals die Schwarzgrube. Irgendwie sind wir vom Weg abgekommen. Ja, ich glaube, wir haben uns auch, glaube ich, gesagt, dass es uns ein bisschen zu stark hier ist. Aber jetzt sind wir gut genug. Hier ist ein magischer Schläger. Laufen wir die richtige Richtung? Ist ja lächerlich. Get out of here while I still let you. Ist ja ein schlechter Witz. Aber der ist Stufe 13, also wir sind immer noch. Wir sind nach wie vor unterlevelt hier. Ach. Die sind alle Stufe 13 und das ist ja nur der Pöbel. Sind perfekt gelevelt. Na, wir sind ein Tick unter. Wie lange brauchen wir noch zum nächsten Levelaufstieg? Ja, brauchen noch. Oh Gott. Noch 118.000. Das dauert immer so ewig, bis man hier levelt in dem Spiel. Na gut, aber ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis denne. Cheerio. Tschüss.